Alle Jahre wieder das Weihnachtsessen. Es hat sich irgendwann regelrecht festgefahren. Opa will seine Gänsekeule und seit mehr als 20 Jahren serviert Tante Monika im Anschluss Apfelkompott. Und das, obwohl ihre Nachbarin ihr doch so ein pfiffiges Rezept für Zimt-Panna-Cotta mit Pflaumensoße gegeben hatte. Es ist gut möglich, dass diese ganze Familie unter etwas leidet, was sich Not-Invented-Here-Syndrom nennt. Das heißt, dass sich im Laufe der Zeit eine Situation ergeben hat, in der neue Ideen und Impulse von außen schon alleine deswegen abgelehnt werden, weil sie von außen kommen. So eine richtige Wagenburg-Mentalität. Was mischt sich diese Nachbarin überhaupt ins Weihnachtsessen ein? Sie soll doch ihre Familie mit ihrer Zimt-Panna-Cotta beglücken. Jetzt ist das Weihnachtsessen eine jährliche Tradition, die man zwar verbessern könnte, aber am Ende hat man die doch recht zähe Gans mit genug Rotwein ja immer irgendwie runterbekommen. Bloß gibt's dieses Not-Invented-Here-Syndrom dummerweise nicht nur beim Weihnachtsessen, sondern praktisch überall da, wo sich unsere Zusammenarbeit im Laufe der Zeit eingespielt hat. Es gibt's im Sportverein, wo seit Jahren der gleiche Vorstand die immer gleichen Entscheidungen trifft. Das gibt's in der Schule, wo das Kollegium sich gut und lange kennt und immer wieder andere Kinder mit dem immer wieder gleichen Unterricht quält. Das gibt's in kleinen und großen Betrieben, in Behörden, in der Verwaltung und auch in jeder anderen Form der Zusammenarbeit. Man muss sich dieses Not-Invented-Here-Syndrom in etwa so vorstellen. Eine gut eingespielte Truppe lehnt Ideen von außen ab, weil es Ideen von außen sind. Denn wenn das eine wirklich gute Idee wäre, naja, dann wäre man ja vermutlich selbst drauf gekommen. Und weil man diese Idee selbst noch nicht hatte, kann es sich im Umkehrschluss ja nur um eine schlechte Idee handeln. Und die brauchen wir nun wirklich nicht. Das hier ist Katzellen 82. Was klingt wie ein Sandwichladen aus Berlin-Mitte, ist in Wirklichkeit ein inzwischen 40 Jahre alter Artikel, der versucht, diesem Not-Invented-Here-Syndrom auf den Grund zu gehen. Herr Katz und Herr Allen waren 1982 zwei MIT-Forscher. Und die haben eine ganze Reihe Teams beobachtet. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass Teams, die lange zusammenarbeiten, schlechter abliefern als die, die erst ein paar Jahre zusammenarbeiten. Und dann haben sie sich angeschaut, wie diese Teams kommunizieren und fanden heraus, dass Teams, die sich lange kennen, weniger mit Menschen außerhalb des Teams reden, aber auch weniger untereinander. Das alleine reicht aber nicht, um zu erklären, warum sie schlechter werden. Was passieren muss, ist, dass sie sich zunehmend von allem isolieren, was ihnen kritisches Feedback oder neue Einsichten gibt. Die bauen sich also eine Umgebung, in der sie ganz wunderbar in ihrem eigenen Saft schmoren können. Und wenn sie das tun, dann fangen sie sich das Not-Invented-Here-Syndrom ein und arbeiten nicht mehr auf dem Qualitätslevel, auf dem sie eigentlich arbeiten könnten. Heißt das jetzt, dass wir Ideen von außen immer Vorrang geben sollten? Ja, bloß nicht. Es gibt nämlich auch das Gegenteil des Not-Invented-Here-Syndroms und es nennt sich Not-Invented-There und beschreibt das Misstrauen in die eigenen Fähigkeiten, überhaupt etwas auf die Beine stellen zu können. Es wäre dann die Familie, die einfach Catering-Platten fürs Weihnachtsessen bestellt, also nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil man sich nicht zutraut, dass da irgendwas Leckeres herauskommt. Aber was machen wir jetzt mit diesem Not-Invented-Here-Syndrom? Erstmal wissen wir, dass es dieses Problem gibt. Und dann kann man sich zweitens überlegen, ob man so ein Team mal anders zusammenwürfeln kann. Das ist bei einer Familie vielleicht nicht so einfach, aber möglicherweise hat ja der neue Freund der Tochter ganz gute Ideen. Den müsste man dann natürlich auch machen lassen. Und drittens ist es am Ende gar nicht so wichtig, dass alle die ganze Zeit neue Impulse einsammeln, sondern dass es diese Funktion überhaupt gibt. In der Literatur wird dabei gerne von einem Gatekeeper gesprochen. Im Deutschen wäre das vielleicht ein Pförtner. Also das ist eine Person, die die Aufgabe hat, Wissen rein und rauszutragen und darüber zu entscheiden, welche Ideen von außen wirklich an so eine Truppe rangetragen werden. Und das ist dann vielleicht nicht die Zimt-Panna-Cotta von der nervigen Nachbarin, sondern diese Niedriggar-Methode, von der neulich im Morgenmagazin gesprochen wurde.